Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Vote, ebenfalls im Retro-Style. Es handelt sich um eins der besten Rollenspiele ever, ever, ever. Und zwar handelt es sich hier um Suikoden 2. Konami hat einige schöne Spiele vorgebracht wie Breath of Fire, aber keins bleibt mir so in Erinnerung wie dieses Spiel. Die Musik, die Charaktere, die Schauorte, die Dramatik. Nichts war so perfekt wie dieses Spiel. Es ist mein absolutes Lieblingsrollenspiel und es, egal was grafisch hinterher kam und noch bla und keine Ahnung, es gab kein Rollenspiel für mich, was besser war als dieses Spiel. Zieht euch mal einfach das Intro rein. Ich bin jetzt mal eine Weile still, lasst es über euch ergehen. Auf der PlayStation 3 sieht die Grafik immer noch einigermaßen annehmbar aus. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, könnt ihr für euren, für euch hier 107 Helden rekrutieren. Es ist natürlich ein, typisches JRPG. Merkt man an der Musik, merkt man an der Aufmachung der Häuser hier und so weiter. Aber ich habe nie wieder so ein geiles Spiel gespielt. Ich weiß noch, als ich es damals bekam, meine Mutter hat es mir aus dem Otto-Katalog bestellt. Ich habe nichts darüber gewusst. Ich habe einfach nur gesehen, aha, das ja, möchte ich gern haben. Dann war ich zu neugierig, als ich wusste, dass es da war und konnte nicht zu meinem Geburtstag oder Weihnachten, ich weiß es nicht mehr genau, warten und hab's aus dem Schrank geklaut. Hab's ganz vorsichtig aufgemacht, hab eine andere CD reingepackt, damit das Gewicht auch wieder stimmt. Hab's in meine PlayStation 1 damals geknallt und war, glaube ich, von, lasst mich nicht lügen, morgens 10 bis abends 23 Uhr nur am Zocken. Weil dieses Spiel hat mich so mega fasziniert, ich konnte einfach nicht aufhören. Ja, man sieht es jetzt hier stark pixeln. Aber grafisch war dieses Spiel ebenfalls wie die meisten anderen Rollenspiele nicht der Bringer, aber darum ging es auch gar nicht. Es ist einfach das ganze Setting. Ihr seht jetzt einen Teil der ganzen Charaktere, die ihr hier einfach kriegen könnt. Und selbst der Entwickler dieses Spiels, also der Programmierer, hat gesagt, das ist das allerbeste Spiel, was er je gemacht hat. Und das ist mit Abstand das beste Spiel der Reihe. Und das will ja schon was heißen, ne? Wir spielen ein neues Spiel. Ja, das ist unser Charakter. Ich meine, er trägt im Ursprünglichen den Namen, weil ihr könnt es nämlich in den nachfolgenden Teilen immer wieder bekommen, den Hauptcharakter des vorjährigen Spiels. Ryo, also nicht Ryu, sondern Ryo. Deswegen nenne ich den jetzt auch einfach mal so. Sollen gespeicherte Daten von Suikoden 1 geladen werden? Nee, habe ich leider nicht. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, was das bringt. Nee, Quatsch, habe ich doch gar nicht. Nee, egal. So. Ja, das ist unser Ladebildschirm. Das Ganze fängt an. Ja, ihr seid hier in einem Militärlager für eine Jugendbrigade. Den Typ, den ihr hier seht, ist euer bester Freund schon seit Babytagen, glaube ich. Also die kennen sich, glaube ich, schon seitdem die 3 sind oder so. Oben links seht ihr euren Charakter. Ich weiß nicht, warum der so einen komischen Namen hat. Ich glaube, er soll Joey heißen, weil an manchen Stellen steht anstatt Jovi, Joey. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Kyaru ist eure Heimatstadt. Das Ganze beginnt eigentlich quasi hier nach einem langen, langen Krieg. Es wurde ein Friedensvertrag unterzeichnet.
Nanami ist die Schwester eures Hauptcharakters. Genkaku war euer Opa sozusagen, beziehungsweise euer Vater, denn ihr seid eigentlich beides Waisenkinder, also nicht euer Freund, sondern die Schwester und er. Ich glaube, rausgehen brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir gehen mal schlafen. Weil sonst hört ihr nur irgend so sinnloses Gelaber. Das ist eigentlich relativ unwichtig. Damit die Handlung vorangetrieben wird. Können wir es im Prinzip einfach mit dem Schlafen beenden. Joel tritt der Gruppe bei. Und ihr könnt auch hier sehen, ihr seht immer, wenn einer eurer Gruppe beitritt, den ihr nicht vorher ausgewählt habt, dann seht ihr seine ganzen Statuseigenschaften. Auch das muss ich mit dem Steuerkreuz komischerweise zocken. Ich guck mal gerade, vielleicht kann man das ja einstellen. Controller-Einstellung, Digitalmodus, Vibration ein. Controller neu zuweisen, nein. Analogmodus, dann sollte es doch jetzt vielleicht gehen. Aber jetzt lässt sich nichts mehr drücken. Vielleicht doch eher den Digitalmodus. Na, jetzt geht's wieder. Ja, ich spiele lieber mit dem Analogstick. Das Steuerkreuz ist irgendwie so unhandlich und ungenau. Das ist euer Captain gewesen. Euer kommandierender Vorgesetzter. Mit der Kreistaste könnt ihr schneller laufen. Und ihr seht, das Ganze ist grafisch schon mal etwas besser als Breath of Fire. Aber es kam ja auch deutlich später raus. Ich glaube, so ungefähr 2 oder 3 Jahre, bevor die Konsole quasi ja, in den Auslauf geschickt wurde. Und jetzt sagt euer bester Freund was ganz Kluges. Etwas, was euch das Leben rettet. Ich höre auf unseren Kollegen, weil wie in den meisten Spielen ist der Charakter relativ schweigsam. Das Seltsame ist, die Leute, die hier gerade noch lebten, sind auf einmal tot. Und jetzt seht ihr etwas, was ja, für jemand, der aus dem Land kommt und das Land liebt, sehr verstörend ist. Das ist fürs erste Mal euer Hauptgegner und absolut unschlagbar. Sollten wir zu dem kommen, also wenn ihr das Ganze hier votet, dann werdet ihr wirklich erst mit Abstand, der allermächtigste Endgegner, den ihr in einem Spiel treffen könnt. Jetzt nicht von der HP-Anzahl, aber von etwas anderem. Und das werde ich zu dem Zeitpunkt dann auch nochmal erklären, was ich damit meine. Ja, die Stadt Kyaro gehört zu dem Staat Highland. Der übrigens riesig ist im Verhältnis zu den anderen. Der Stadtstaat ist im Prinzip einfach eine Vereinigung aus einzelnen Staaten, die sich dann zusammenschließen. Ich hoffe, ich habe auch nicht zu viel verraten bisher. Aber ihr seht so von der Grafik, wenn wir uns jetzt mal hier die Bäume angucken, die sehen schon deutlich echter und realistischer aus. Könnte natürlich daran liegen, dass die Umgebung, wie man hier sieht, vorgerendert ist. Also man kann das Spiel hier immer noch sehr, sehr gut drauf spielen.
Ich würde mir auch mal wünschen, dass sich mal einer wirklich an das PlayStation 1 Spiel setzt, also den ersten Teil hiervon, und das mal in Deutsch übersetzt. Weil der erste Teil war leider Englisch und mein Englisch ist wirklich nicht so gut und da geht es bestimmt vielen anderen genauso. Also wenn das mal in Deutsch gepatcht werden würde, wäre ich demjenigen sehr, sehr dankbar. Genauso wie von Breath of Fire 4. Ja, hier seht ihr mal das Kampfsystem. Es können bis zu 6 Gegner da sein. Ihr könnt den Automodus nutzen, um halt den Gegner zu killen. Ihr könnt einfach fliehen, das wäre entkommen. Und ihr könnt sogar, wenn ihr nicht entkommen könnt, den Gegner versuchen zu bestechen. Je nachdem, wie stark der Gegner ist, nimmt er natürlich mehr Kohle. Das Besondere an dem Spiel ist, dass es sich so eigentlich in kaum einem Spiel kenne, ist, Angriff, Verteidigung kennt ihr ja. Gegenstand, Rune geht noch nicht, das wird aber auch erklärt hinterher, was das ist. Es gibt die sogenannte Vereinigung. Nein, die werden jetzt nicht hier Vögeln, sondern die haben einen Teamangriff und das haben mehrere Charaktere hier. Das können auch ganz unterschiedliche Fähigkeiten sein. Bei den beiden ist es jetzt einfach, dass sie komplett dem ganzen Team des Gegners Schaden zufügen. Potsch ist die Währung, die ihr hier habt. Genau, wir bleiben stehen und warten, bis wir die Dinge zurück. Verstärkung. Und jetzt kommt einer der Situationen, ja, wo ich mir dachte, irgendwie ist da doch was falsch. Weil an so Sachen früher, wo man so Entscheidungen treffen musste, fand ich das so ein bisschen merkwürdig. Ihr seht gleich, was ich meine. Die beiden trennen sich hier quasi, oder beziehungsweise könnten getrennt werden, machen ein Kreuz. Wenn wir uns verlieren, treffen wir uns hier wieder. Der geilste Freundschaftsbeweis, den ich je gesehen habe. Ein Pakt. So, jetzt dachte ich, okay, die springen ja da die Klippe runter und dann kommt Folgendes. Auch eins der geilsten Lieder, die ich je gehört habe. Jetzt dachte ich, Game Over? Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich das ausgemacht habe, nachdem ich das gesehen habe, weil ich einfach nicht wusste, dass ich einfach nur dieses Ding hier durchlaufen lassen muss, was so ein bisschen quasi das Intro ist. Das ist übrigens der Großvater Genkaku. Oder Genkaku, wie auch immer. Jetzt fragen sich bestimmt viele, ey, was findet der denn an diesem Lied so geil, dieses Gejaule im Hintergrund und alles. Ja, es sind die Klaviersachen und Geigendinger im Hintergrund. Es hat einfach was Kräftiges, Gefühlvolles, dieses Lied. Und ich habe ja auch wirklich lange früher, als ich noch jünger war, Gedichte geschrieben. Und wie oft ich einfach richtig geil schreiben konnte, wenn ich dieses Lied gehört habe, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Lustig finde ich es allerdings, dass die beiden eigentlich ja, mit einer ganz anderen Waffe kämpfen gelernt haben und gut kämpfen können und dann irgend so ein Schwert kriegen, mit dem die noch nie irgendwie was anfangen konnten. Und auch die einzigen sind, die komischerweise keinen Helm tragen. Bis auf der Typ da vorne, aber wer das sein soll, weiß ich allerdings nicht. Ich glaube, das war auch dieser Yoshitaka Mura-Dingsbums, der das gesagt hatte, dass das seine absolut größte Schöpfung ist. Ja, was würdet ihr denken, wenn auf einmal so ein Waldschrat vor euch steht? Ja, wie soll ich
nicht mehr das erste. Im Prinzip ist es egal, was ihr dem sagt. Auch dabei ist es völlig egal, was ihr sagt. Aber die beiden sind zwei der Charaktere, die ihr hinterher kriegen könnt. Und ich finde die beiden auch richtig cool, wobei ich Viktor eigentlich deutlich öfters mit reingenommen habe, weil der ist echt, ja, mit einer der stärksten Angreifer in dem Spiel. Vor allen Dingen sind die beiden relativ ausgeglichen. Also Viktor ist ein sehr starker Angreifer, wie gesagt. Flick ist so, ja, von dem, ja, der hat ein bisschen mehr Speed, hat aber auch gleichzeitig gute Magie, also eine gute Rune und ist auch noch ein guter Kämpfer, so in dem Sinne. Das finde ich sowieso an dem Spiel relativ gut, weil, ja, es kommt oft vor, dass ihr Spiele habt, wo einfach einer ein Magier ist, der andere ist, starker Angreifer und dann, was soll der machen, wenn der mal heilen muss oder so, der Angreifer, wenn nur noch der übrig ist. Und hier ist es eigentlich euch überlassen. Ihr könnt entweder, ja, Gegenstände nutzen oder die Runen, und die Runen könnt ihr bis auf manch andere, also es gibt manch vorgeschriebene, aber es gibt auch viele, die einfach ausrüstbar sind, könnt ihr euren Charakter selber formen. Bin mir nie sicher gewesen, ob das eine Sie oder ein Er ist. Jetzt kommen richtig schwere Aufgaben. Ja, mega schwer, ihr seht das schon, ne? Ihr müsst, glaube ich, noch X drücken. Oder nee, ihr müsst einfach nur lang genug dagegen laufen. Voll die schweren Aufgaben. Die überfordern mich gerade total. Aber man sieht wirklich, obwohl das Spiel sehr alt ist und für die PlayStation 1, man kann es grafisch immer noch sehr gut spielen. Es verpixelt nicht oder sonst was. Geil ist, ich sollte das Seil aufräumen und hab's irgendwie behalten. Ich weiß gar nicht, ob ich das Ganze hier in 20 Minuten schaffe, weil ich kann leider nicht wirklich speichern im Moment. Meine ich zumindestens. So, ich soll zwei Partikel Stiefel holen. So, Lagerraum. Ach nee, ich muss, glaube ich, mit irgendeinem Vogel hier sprechen. Ich brauche drei. So, was gibt sie mir nochmal? Stiefel. Und was wollte sie noch haben? Einmal Mehl. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Koch ist, dann wäre ich schon mal weiter. Warte, hier oben. Was ist hier bei der? Ach nee, das ist nicht zum Trinken hier, weil von dem Vogel muss ich mir, glaube ich, holen.
Leona war übrigens die oben, die gerade sagte, ich soll nochmal in ein paar Jahren wiederkommen. Leona ist später dafür zuständig, ihr könnt damit quasi eure Charaktere austauschen in eurem Team. Gengen ist übrigens ein Kobold. Er sieht zwar einfach aus wie ein Hund oder ein Fuchs oder so, aber er ist ein Kobold. Tuta ist die Gehilfin eines Arztes, deswegen wird sie uns jetzt auch begleiten. Aber ich glaube, spätestens im Dorf kann ich speichern. Also wir werden es so ungefähr in der 25. Minute, werden wir das, glaube ich, auf die Reihe kriegen. Ich glaube sogar, Tuta hat schon eine Rune drin. Die Rune Medizin, die ist aber, glaube ich, für uns relativ unnütze. Wo war denn hier nochmal der Ausgang? Ja. Ich meine, der Ausgang war eigentlich hier, aber dann muss ich wohl doch nach oben und rechts rum. Ich habe das jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm, weil es wirklich auch schon ewig her, dass ich das... Ach nee, hier ist der Ausgang, dass ich das gespielt habe. Ja, ich weiß, wo das ist. Aber ist auch geil. Ich hole mir Mehl und brauche dafür nichts zu bezahlen. Auch gut. Was auch besonders an dem Spiel ist, ist, ihr könnt ja in vielen Rollenspielen einfach eure Waffen neu kaufen. Ihr werdet hier nicht eine einzige Waffe kaufen können. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Eure Charaktere haben selbstständig eigene Waffen. Und die werden die auch bis Ende des Spiels oder bis Level 100 immer beibehalten. Das Einzige, was sich ändert, ist, wenn ihr zu einem Schmied geht, dann schärft er die Waffe und die wird dadurch stärker. Aber ihr behaltet immer eure Waffen bei. So, ich glaube, hier können wir speichern. Genau. So, wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte von Ryu weitergeht, dann einfach fleißig voten. Es ist wirklich eine spannende Geschichte, es lohnt sich. Ich würde es gern für euch weiterspielen, weil, wie gesagt, es ist einer meiner Lieblingsspiele. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Vote oder einfach in dem nächsten Let's Play, wie ihr wollt. Bis zum nächsten Mal.